Amen. Amen. Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Ich freue mich, hier zu sein, und ich freue mich für jeden Einzelnen, der da ist. Einige sind noch im Urlaub, aber viele sind schon zurückgekommen. Und wir wollen uns heute an diesem Morgen mit Gottes Wort beschäftigen. Wir wollen uns damit beschäftigen, was Gott uns sagen will. Mich hat in den letzten Monaten ein Thema beschäftigt, das sehr zentral in der Bibel ist. Und zwar, wir haben mit einigen Leuten hier aus der Gemeinde immer wieder darüber gesprochen, dass Gott von uns wünscht, dass wir viel barmherziger sind miteinander. Wir haben oft über dieses Thema gesprochen, Gott wünscht sich, dass wir nicht so hart zueinander sind, dass wir viel gnädiger miteinander werden. Und über die Wochen, als wir über dieses Thema gesprochen haben, habe ich mir immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie wir Christen und ganz speziell, wie wir hier in der Gemeinde miteinander umgehen. Wie wir übereinander denken, wie wir übereinander sprechen und wie wir einander begegnen oder wie wir einander beurteilen. Und noch mehr als das, was mich noch mehr beschäftigt hat, ist, wie reagieren wir darauf, wenn jemand einen Fehler macht? Oder wie reagieren wir darauf, wenn jemand eine etwas schwerere Sünde begeht? Wie reagieren wir auf diese Person? Hier in der Gemeinde oder wenn vielleicht eine einflussreiche Person, die öffentlich bekannt ist, einen Fehler macht. Wie sprechen wir darüber? Wie denken wir darüber? Und ich glaube, dieses Thema, wie wir einander behandeln, wie wir miteinander umgehen, ist ein Thema, das jeden von uns betrifft. Das ist ein Thema, das montagmorgens anfängt, wenn wir auf die Arbeit kommen. Das ist ein Thema, wo wir uns entscheiden, wie schaue ich meinen Kollegen an, den ich als erstes sehe am Morgen? Wie schaue ich meinen Partner oder meine Kinder morgens an? Was strahle ich aus? Und ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt in unserem Leben ist. Dass das so viel darauf ankommt, wie wir einander sehen und wie wir miteinander umgehen. Heutzutage leben wir in einer Gesellschaft, die sehr unbarmherzig ist. Wenn wir in unsere Welt schauen, dann gibt es so ein Phänomen, das nennt sich Cancel Culture. Ich weiß nicht, ob jemand mal davon was gehört hat. Die Leute, die im Internet unterwegs sind oder auf den sozialen Medien, wissen, über was ich spreche. Aber für die, die es nicht wissen, möchte ich es kurz erklären. Cancel Culture ist der Versuch, Personen, die andere Wertvorstellungen oder ein anderes Weltbild haben, öffentlich zu ächten, denen die Plattform auf den sozialen Medien zu entziehen und dadurch den Mund zu verbieten. Wir können Cancel Culture auch so als Lösch- oder Zensurkultur verstehen, die jeden, der nicht so denkt, wie es vorgegeben ist, mundtot machen will. Das ist so der Begriff Cancel Culture. Und was wir dann im Internet sehen, wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann werden schnell Hasskommentare geschrieben, dann werden die Leute sehr schnell fertig gemacht. Und das Schlimme daran ist, es wird nicht das, was eine Person sagt, angegriffen, sondern die ganze Person in sich selbst. Eine ganze Person wird fertig gemacht. Wir sind in einer sehr unbarmherzigen Gesellschaft unterwegs. Und wenn jemand etwas Falsches sagt, kann es sein, dass er schnell von allen Plattformen verschwindet. Daraus sehen wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht mehr versuchen, den anderen zu verstehen. Wir versuchen nicht mehr nachzuvollziehen, was eine andere Person erlebt. Und wir sind deshalb unbarmherzig miteinander. Wir sind schnell damit, Menschen abzustempeln und zu verurteilen. Während ich so an unsere Gesellschaft gedacht habe, habe ich mich gefragt, wie sieht es eigentlich bei uns in den Gemeinden aus, bei uns Christen aus?
Was machen wir, wenn eine Person einen schwerwiegenden Fehler macht? Wie reden wir über eine Person, bei der vielleicht die Ehe auseinandergeht? Wie denken wir oder sprechen über eine Person? Oder vielleicht noch früher, wie schauen wir diese Person an, wenn wir ihr begegnen? Und ich glaube, wenn jeder von uns in sein Leben schaut, bei mir war es so, ich habe festgestellt, ich bin viel zu hart zu anderen und viel zu weich zu mir selbst oft im Leben. Ich bin viel zu hart beim Beurteilen von anderen Menschen und sehr, sehr, sehr gnädig mit mir selbst. Da habe ich sehr viel Verständnis für Schwächen. Ich glaube, wir können uns alle damit identifizieren, aber was heute Morgen wichtig ist, ist, was Gott dazu sagt. Und deshalb möchte ich mit euch einen Vers anschauen aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt beschäftigt mich schon seit längerer Zeit immer wieder. Und ich glaube, dass die Bergpredigt so ein zentrales Stück von dem ist, was Jesus uns weitergeben wollte. Und die Bergpredigt fängt an mit einem Abschnitt, den wir als die Seligpreisungen bezeichnen. Diese Seligpreisungen sind eine Sammlung von Eigenschaften, die Jesus sich bei seinen Nachfolgern wünscht. Also wenn Jesus an die Gemeinde denkt, wenn er an die Charaktereigenschaften der Gemeinde denkt, dann wünscht er sich, dass die Gemeinde so ist, wie es in den Seligpreisungen beschrieben wird. Und eine von diesen Aussagen finden wir in Matthäus 5, Vers 7, wo Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Jesus wünscht sich, dass wir barmherzig sind. Menschen, die barmherzig sind, sind Menschen, wie Jesus sie sich vorstellt. Das sind die Nachfolger, die Jesus sich wünscht. Menschen, die barmherzig sind. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen dazu ruft, barmherzig zu sein. Und deshalb ist heute mein Titel, sei barmherzig. Ich glaube, das ist der Ruf Gottes an uns. Sei barmherzig. Und es ist so schön, hier ist auch noch ein Versprechen dabei. Diese Personen werden Erbarmen finden. Die Menschen, die barmherzig sind, die werden auch Barmherzigkeit bekommen. Ich möchte später mit euch eine Geschichte in der Bibel anschauen, wo Jesus es noch klarer macht. Aber bevor ich das mache, möchte ich kurz darüber sprechen, was Barmherzigkeit überhaupt ist. Und um das zu verstehen, bin ich in die Bibel gegangen und ich habe mir angeschaut, was das Wort Barmherzigkeit in der ursprünglichen Sprache im Alten Testament bedeutet. Und wenn wir dieses Wort anschauen im Alten Testament, dann sagen uns Leute, die das studiert haben, dass das Wort Barmherzigkeit mit dem Wort Gebärmutter verwandt ist. Und wenn ihr euch fragt, okay, was hat jetzt Barmherzigkeit mit einer Gebärmutter zu tun? Ich versuche es euch zu erklären. Und zwar erklären die Leute, die die Sprache studieren, das so: Die Gebärmutter ist im Innersten einer Frau zu finden. Das bedeutet, Barmherzigkeit ist ganz tief eine Grundhaltung eines Menschen. Es ist eine Grundeinstellung zum Leben und sie wird dadurch ausgedrückt, dass es wie mütterliche Liebe zu einer Person ist. Barmherzigkeit ist wie mütterliche Liebe. Und die zeigt sich in verschiedenen Aspekten. Ihr könnt jetzt alle mal an eure Mutter denken und jetzt denkt euch alle ihre Fehler weg und stellt euch vor, eure Mutter wäre perfekt. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild für Barmherzigkeit und ich will euch ein paar Punkte davon geben. Die Liebe einer Mutter zeigt sich darin, dass sie Schmerz fühlt, wenn es dem Kind schlecht geht. Oder es zeigt sich auch darin, dass eine Mutter Mitleid hat. Sie leidet, wenn ihr Kind leidet. Weiter sehen wir Mutterliebe darin, dass eine Mutter bereit ist, ihr Kind in jeder Situation zu versorgen und zu schützen. Eine Mutter würde alles
dafür tun, dass ihr Kind versorgt und geschützt ist. Aber es wird auch weiter ausgedrückt, dass eine Mutter traurig wird, wenn das Kind schlechte Entscheidungen trifft. Wenn das Kind auf einen schlechten Weg kommt oder rebellisch ist. Da ist eine Mutter nicht so, ja, ist mir egal, was du machst. Dir passiert halt, was passiert. Nein, die Mutter ist traurig darüber. Sie fühlt einen Schmerz. Und dann ist eine Mutter aber auch immer bereit, ein Kind wieder zurückzunehmen, wenn es weggeht. Eine Mutter oder eine perfekte Mutter ist immer bereit, einem Kind oder ihrem Kind eine neue Chance zu geben. Wenn wir über diese Liebe einer Mutter nachdenken, verstehen wir, wie Barmherzigkeit in der Bibel ist. Was mit Barmherzigkeit gemeint ist. Wenn wir uns das so vor Augen halten, dann sagt es uns so viel, wie dass Gott will, dass wir einander so lieben, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Gott will, dass wir einander so lieben und so miteinander umgehen, wie eine Mutter mit ihrem Kind umgeht. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott will, dass ich dich so liebe wie eine Mutter. Gott will, dass ich dich so liebe wie eine Mutter. Das heißt dann für uns, dass wenn jemand einen Fehler macht, dann schauen wir nicht danach, was für eine Strafe diese Person verdienen würde. Wir sind nicht heiß darauf, dass jemand bestraft wird, sondern wir wünschen uns, dass diese Person eine neue Chance bekommt, dass die Person wiederhergestellt wird und wir kümmern uns dann noch um diese Person so lange, bis sie wieder auf dem richtigen Weg ist. Das bedeutet Barmherzigkeit in der Bibel und das bedeutet es, barmherzig zueinander zu sein. Und damit wir das noch besser verstehen können, was es für unser Leben bedeutet, möchte ich mit euch in eine Geschichte gehen, die Jesus erzählt hat, um das deutlich zu machen. Und zwar, er macht es mit einem Negativbeispiel deutlich, wo jemand unbarmherzig ist. Und dadurch zeigt er, wie wichtig Barmherzigkeit im Königreich Gottes ist. Ich möchte mit euch aus Matthäus 18 ab Vers 23 lesen. Hier steht: Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Ich möchte das kurz erklären, was das bedeutet. Wenn wir so die Einheiten, die in der Bibel genannt werden, so nachschauen, dann sehen wir, dass ein Talent ungefähr 20 Jahresgehälter sind. Also ich habe es mal ausgerechnet, in Deutschland wären das so knapp 1 Million. Ein Talent. Und diese Person schuldet 10.000 Talente, das sind 10 Milliarden Euro umgerechnet. Also das ist eine krank hohe Schuld, eine unbezahlbare Schuld, die dieser Diener niemals bezahlen können wird. Und das ist, glaube ich, auch das, was Jesus hier zeigen will. Hier ein Diener schuldet eine unbezahlbare Schuld. Und ich lese weiter. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Wenn Jesus so ein Gleichnis erzählt, wenn Jesus so eine Geschichte erzählt, dann benutzt er verschiedene Figuren, die für uns Menschen und die für Gott stehen, sehr oft. Und in dieser Geschichte sehen wir hier den Diener einmal, der für uns Menschen steht, und den König, der für Gott steht. Und was wir in dieser Geschichte sehen, ist, der Diener hat eine unbezahlbare Schuld vor Gott.
Das können wir als Bild lesen für unsere unbezahlbare Schuld vor Gott, die wir haben, weil wir gesündigt haben. Wir sind der Diener in dieser Geschichte, der Gott niemals seine Schuld bezahlen können wird. Aber Gott ist wie dieser König in dieser Geschichte. Und was Jesus uns hier in diesen ersten vier Versen von dem Abschnitt zeigen will, ist, dass Gott barmherzig ist. Und das ist die erste Sache, worüber ich sprechen will. Gott ist barmherzig. Und das ist die Grundlage und auch der Grund dafür, warum wir barmherzig sein sollen. Gott ist barmherzig. Er erlässt hier diesem Diener seine Schuld, nur weil er darum bittet, ihm mehr Zeit zu geben. Er bittet nicht mal darum, dass er ihm die Schuld vergibt. Weil er diese Umkehrbereitschaft von dem Diener sieht, vergibt er ihm seine ganze Schuld. Und hier in Vers 27 sehen wir, dass der König Mitleid hat, er ihn freilässt und ihm seine ganzen Schulden erlässt. So ist Gottes Barmherzigkeit zu uns. Er hat Mitleid mit uns, die wir eigentlich verdient hätten, für immer getrennt von ihm zu sein. Er hat Mitleid mit uns, er lässt uns frei, sodass wir nicht bestraft werden, und er erlässt uns unsere ganze Schuld. Gott ist also barmherzig mit uns. Und ich möchte, dass wir das heute Morgen uns bewusst machen. Gott ist barmherzig mit dir. Gott hat Barmherzigkeit für dich. Gott hat nicht nur Barmherzigkeit für die Leute, die du denkst, dass sie ziemlich gut sind. Nein, Gott hat Barmherzigkeit für dich. Egal, was du gemacht hast, Gott hat Barmherzigkeit für dich. Er ist bereit, dir zu vergeben. Er hat Mitleid mit dir, mit dem, was du erlebst. Und diese Charaktereigenschaft von Gott finden wir durch die ganze Bibel. Und was uns besonders auffällt, wenn wir durch die Bibel gehen, ist es eine der Charaktereigenschaften, die Gott über sich selbst sagt. In 2. Mose 34, Vers 6 lesen wir so eine Beschreibung von Gott, die immer wieder im Alten Testament vorkommt, wo Gott sich selbst beschreibt. Und da sehen wir, dass Gott über sich sagt, er ist der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott ist barmherzig. Und was mir da besonders aufgefallen ist, als ich mich so mit Barmherzigkeit beschäftigt habe, ist, dass das ganz tief in Gottes Charakter drin ist. Es ist nicht so, wie wenn wir in der Bibel lesen und Gott wurde zornig. Gottes Zorn wird durch irgendwas ausgelöst, das ist nicht tief in der Charaktereigenschaft Gottes. Während Barmherzigkeit ganz tief in Gottes Charakter ist. Wir lesen hier, ist er langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Und damit wir Menschen das noch besser verstehen können, müssen wir ins Neue Testament schauen, auf Jesus. Und ich glaube, dass Jesus der ultimative Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit ist. Es ist Gottes Barmherzigkeit, die Mensch geworden ist. Gott wird Mensch, weil er Mitleid mit uns hat, weil wir weggelaufen sind von ihm. Er hat Mitleid mit uns, weil er sieht, dass wir eine unbezahlbare Schuld haben und dass wir deshalb für immer von ihm getrennt sein müssten. Und deshalb wird er in seiner Barmherzigkeit Mensch. Er lebt ein perfektes Leben, kümmert sich um die Schwachen, Armen und Kranken und er vergibt den Sündern. Das ist das Leben von Jesus und das hat er nicht nur damals gemacht, das macht er auch heute noch. Aber der größte Ausdruck von seiner Barmherzigkeit, den sehen wir darin, dass Jesus bereit ist, die Strafe der Sünde dadurch zu bezahlen, dass er stirbt für uns. Und dass er uns dadurch frei machen kann. Das ist Gottes Barmherzigkeit zu uns. Und wenn du nur eine Sache heute Morgen mitnimmst, dann ist mein Wunsch, dass du mitnimmst, dass Gott barmherzig mit dir ist. Dass Gott barmherzig zu dir sein möchte.
dass wenn du zu ihm kommst, du dir sicher sein kannst, dass du Barmherzigkeit bekommst. Das ist das, was André heute Morgen vorgelesen hat. Wir können mutig mit Zuversicht zu Gottes Thron kommen, mit der Sicherheit, dass er barmherzig sein wird. Und wenn du belastet bist von Schuld oder von Sünde, dann lass diesen Morgen nicht vorbeigehen, sondern komm zu Gottes Thron und empfang diese Barmherzigkeit, die er für dich hat. Er ist barmherzig. Ich will die Geschichte weiterlesen. Und was wir jetzt sehen werden, ist wahrscheinlich ein Bild davon, wie wir oft miteinander umgehen. Und es ist ein warnendes Beispiel, das Jesus uns zeigt. Und zwar steht ab Vers 28, doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, also das ist der Mann, dem diese große Schuld vergeben wurde, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Das sind so ungefähr 3 bis 4 Monatslöhne. Vielleicht so ein Auto hat er von ihm ausgeliehen und kaputt gefahren. Aber der schuldet ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag. Und der Mann kommt raus und trifft diesen Mann. Und hier steht, er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen. Also in Vers 29 lesen wir genau die gleiche Reaktion von dem Mann, der ihm diesen kleinen Betrag schuldet, wie der Diener zum König hatte. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Genau die gleichen Worte hat er vor ein paar Momenten selbst gesagt. Aber in Vers 30 steht, er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Diese Geschichte ist irgendwie sehr erschreckend. Und ich glaube, besonders gruselig ist die Geschichte, weil sie wie ein Spiegel für uns ist. Für unser eigenes Verhalten, weil wir oft unbarmherzig sind. Ich glaube, was Jesus hier nicht sagen will, ist, dass der zweite Mann dem ersten Diener nichts geschuldet hat. Er hat ihm wirklich was geschuldet. Aber Jesus will es uns in Perspektive bringen. Er will uns zeigen, diese Schuld, die der zweite Diener an den ersten Diener hat, ist eigentlich nicht der Rede wert, weil sie so klein ist. Sie ist so bedeutungslos im Vergleich zu dem, was er selbst an den König geschuldet hat. Wenn wir uns fragen, was das für uns bedeutet, dann hat es eine ganz klare Aussage für uns. Und zwar egal, was irgendjemand uns antut, egal wie schlimm diese Sache in diesem Leben ist, im Vergleich zu dem, was wir für eine Schuld vor Gott haben, ist es nicht der Rede wert. Es ist so klein, dass wir sofort bereit sein sollten zu vergeben. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann sehen wir, wie Gott darauf schaut, wenn wir nicht vergeben. Gott sieht die Schuld, die wir geschuldet haben, im Vergleich zu dem, was andere uns angetan haben. Und er sieht, dass es sehr klein ist. Es gibt nichts, was irgendein Mensch dir antun kann, was auch nur annähernd so groß ist wie deine Schuld vor Gott. Aber leider sehen wir das oft nicht. Wir sehen nur diese Schuld, die jemand anders uns schuldet. Wir sehen vielleicht das Auto, das er kaputt gefahren hat. Und wir würden denken, okay, das ist schon, ein Auto ist schon nicht nichts. Ein Auto ist viel Geld. Da musste ich ein bisschen dafür arbeiten. Und solange wir das so isoliert betrachten, ist es auch viel. Aber sobald wir diese Perspektive von Gott bekommen,
dass diese Schuld im Vergleich zu unserer Schuld vor Gott eigentlich nichts ist, muss es uns zu dieser Bereitschaft bringen, zu vergeben. Und leider reden wir stattdessen oft schlecht über andere, die uns etwas angetan haben. Oder wir sind schadenfroh, wenn den Menschen, die wir nicht mögen, etwas Schlechtes passiert. Wir sind nachtragend oder bitter. Oder wir sind neidisch, wenn jemand vielleicht die Position bekommt auf der Arbeit, die wir haben wollten. Wir geben einander keinen Raum, Fehler zu machen, sondern wir warten nur auf den Fehler, damit wir direkt konfrontieren können, damit die Person auch die Konsequenzen davon tragen muss. Wir verurteilen einander und geben einander keine neuen Chancen. Aber wenn wir weiterlesen, ab Vers 31, werden wir sehen, wie Gott es jetzt schlussendlich beurteilt. Hier steht: Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Dieser Vers, an dem bin ich hängen geblieben, weil ich glaube, dass das so eine Frage von Gott an uns persönlich ist. Es ist eine Frage von Gott: Hättest du nicht oder solltest du nicht Erbarmen haben, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Solltest du nicht barmherzig sein, so wie ich mit dir barmherzig war? Und jetzt wird der König zornig. Hier steht: Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Hier am Ende erklärt Jesus, was er gemeint hat, und er zeigt uns, wie ernst er die ganze Sache nimmt. Wenn wir unbarmherzig sind zueinander, nachdem Gott barmherzig zueinander war, machen wir Gott zornig. Und hier sagt Jesus, dass der Vater uns so behandeln wird, wie er hier diesen Diener behandelt, wenn wir einander nicht von Herzen vergeben. Das heißt also, wir vergeben dieser Person wirklich. Wir sagen nicht nur: Okay, ich vergebe dir, sondern wir haben innerlich vergeben. Wir haben keinen schlechten Gedanken mehr. Wir lassen los. Jesus will uns zeigen, wie wichtig ihm es ist, dass wir die Barmherzigkeit, die wir bekommen, auch weitergeben. Gott gibt uns diese Barmherzigkeit sehr gerne, aber er möchte, dass wir sie genauso weitergeben, wie wir sie bekommen haben. Das größte Problem davon, wenn wir das nicht machen, ist, dass wir dadurch ein falsches Licht auf Gott werfen. Deshalb nimmt Gott es auch so ernst. Wenn wir unbarmherzig miteinander sind, dann vermitteln wir anderen, dass Gott unbarmherzig ist. Wenn wir unter Christen in der Gemeinde nicht bereit sind, einander eine neue Chance zu geben, dann vermitteln wir den Menschen, denen wir keine neue Chance geben, dass Gott ihnen auch keine neue Chance gibt. Und dadurch bekommen die Menschen, die mit uns, wenn wir uns so verhalten, in Kontakt sind, ein falsches Bild von Gott. Und Menschen verlassen den Glauben, weil sie nie die Möglichkeit bekommen, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Weil sie Gott nie in seiner vollen Barmherzigkeit sehen. Deshalb haben wir als Christen die Verantwortung, barmherzig zu sein. Und das ist die letzte Sache, die ich heute Morgen betonen will. Gott gibt uns die Verantwortung, barmherzig zu sein, weil er barmherzig zu uns ist. Und sein Ziel dabei ist, immer den Menschen zu gewinnen. Gottes Weg ist nicht Verurteilung,
sondern Gottes Weg ist Barmherzigkeit. Das sehen wir in dem Leben und dem Sterben von Jesus, dass das Gottes Weg mit uns ist. Weil er uns die Aufgabe überträgt, uns Christen, ihn in dieser Welt zu repräsentieren, haben wir auch diese Aufgabe, barmherzig miteinander zu sein. Gott ruft dich, barmherzig zu sein. Und während wir heute Morgen hier sitzen, glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit, dass wir anfangen, über Bereiche in unserem Leben zu reflektieren, wo wir barmherziger sein müssen, wo wir zu hart zu anderen waren. Denk an die Art und Weise, wie du Menschen anschaust, wie du mit Menschen sprichst, wie du über sie denkst oder wie du auf sie reagierst, wenn sie dir etwas Schlechtes tun. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn wir alle als Christen barmherzig zueinander sind? Was könnte passieren in dieser Gemeinde, wenn wir dafür bekannt sind, dass wir barmherzig sind? Wenn wir dafür bekannt sind, dass wenn du hierher kommst, dann wirst du ganz sicher eine neue Chance bekommen. Dann wirst du jemanden haben, der sich um dich kümmert, auch wenn du es jetzt noch nicht auf die Reihe bekommst. Was könnte passieren, wenn wir Christen dafür bekannt sind, dass wir barmherzig sind? Und ich glaube, was passieren würde, ist, Menschen würden hierher kommen, weil hier ein sicherer Ort ist. Menschen würden hierher kommen und in diesem sicheren Ort Sünden bekennen. Ich glaube, wenn wir untereinander unsere Sünden nicht mehr bekennen, ist es ein Symptom davon, dass wir unbarmherzig geworden sind. Wenn wir nicht mehr die Menschen haben, die zu uns kommen, oder wenn wir keine Menschen haben, zu denen wir gehen können, um unsere Sünden zu bekennen, dann sind wir zu hart zueinander. Menschen werden ihre Sünden bekennen. Menschen werden echte Hilfe und Liebe erfahren, weil sie endlich ehrlich werden können und echte Hilfe bekommen können. Und sie werden die Möglichkeit haben, echte Veränderung zu erleben, weil wir alle Dinge ans Licht bringen können. Und jeder von uns hat die Verantwortung, deinen Teil zu übernehmen, um barmherzig zu sein. Es fängt an in unseren Familien. Es fängt an in unseren engsten Kreisen, dass wir dort barmherzig sind. Und das wird immer eine Auswirkung haben. Es wird sich zu einer Grundhaltung entwickeln in uns. Wenn du dich fragst, okay, ich möchte barmherzig sein, wie komme ich dazu? Dann möchte ich uns noch zwei einfache Schritte sagen, wie wir barmherziger werden können. Und zwar, der erste Schritt ist, lass dir von Gott seine Barmherzigkeit zeigen. Komm zu Gott mit allem und erlebe, wie barmherzig er ist. Das ist die erste Sache, die wir erleben können. Wir können nicht barmherzig sein, wenn wir keine Barmherzigkeit erlebt haben. Und wenn wir sie erleben, dann werden wir verstehen, dass wir nicht besser sind als irgendein anderer Mensch. Dass wir alle Menschen mit Fehlern sind. Und nachdem du das gemacht hast, fang an, für Menschen zu beten, über die du frustriert bist. Bete für die Menschen, die dir etwas angetan haben. Und bete, bevor du konfrontierst. Bete, bevor du die Person zur Rede stellst. Ich glaube, dass Gott uns alle als Gemeinde auf diesen Weg schicken will, dass wir barmherzig werden. Und wir können das heute schon anfangen zu leben. Du kannst es heute am Mittagstisch anfangen, dich zu hinterfragen, sind meine Worte gerade hart oder sind sie barmherzig? Sind die Kommentare, die ich gebe, barmherzig? Oder ist meine Ausstrahlung so, dass ich offen bin? Ich möchte zum Schluss hier einen Vers aus Matthäus 7, den sagt Jesus kurz nachdem er gesagt hat,
Glückselig die Barmherzigen. Er sagt hier, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandeln werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich möchte, dass wir aufstehen und jetzt in die Gebetszeit gehen. Und wir haben vor der Predigt nicht für Anliegen hier vorne gebetet. Und deshalb wird jetzt die Möglichkeit sein, dass die Ältesten hier vorne sind und für Menschen, die Gebet brauchen. Wenn du krank bist oder ein anderes Anliegen hast, kannst du nach vorne kommen. Aber auch wenn du dich entscheiden möchtest, ich will barmherzig sein, ich möchte umkehren von meiner Härte, dann kannst du auch nach vorne kommen und für dich beten lassen. Du kannst nach vorne kommen oder du kannst auch an deinem Platz bleiben, wenn du die Barmherzigkeit von Gott heute Morgen brauchst in deinem Leben. Aber auch wenn du feststellst, dass du hart warst oder unbarmherzig. Und deshalb möchte ich, dass wir jetzt einfach so eine Zeit haben, wo wir beten. Wo wir Gott darauf antworten, was er gesagt hat. Und dass wir uns jetzt ein bisschen länger Zeit nehmen, um vor seinen Thron zu kommen. Und uns wirklich zu überprüfen, wie sieht es da in meinem Leben aus? Und während die Band anfängt, fangen wir zu singen, könnt ihr auch nach vorne kommen und Gebet bekommen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort sehen dürfen, dass du ein barmherziger Gott bist. Du liebst uns mehr, als eine perfekte Mutter ihr Kind lieben kann. Du bist barmherzig, du bist gnädig, du hast Mitleid mit uns. Du verstehst uns in unserer Schwachheit und du siehst unsere Schwächen dort, wo wir versagen. Und ich danke dir, dass du, Jesus, Mensch geworden bist, um uns zu zeigen, dass du wirklich barmherzig bist und um uns diese Sicherheit zu geben, dass du ein barmherziger Gott bist. Dass es nicht nur Worte sind, die wir in der Bibel lesen, sondern dass es ein Beispiel ist davon, dass wir sehen, dass Gottes Barmherzigkeit Mensch geworden ist. Ich danke dir für dein Leben, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, barmherzig zu sein, sich um die Schwachen, um die Armen und die Kranken zu kümmern. Dass wir Sündern aufhelfen, dass du uns gezeigt hast, dass Barmherzigkeit etwas damit zu tun hat, Sünden zu vergeben. Und ich danke dir auch besonders für das Kreuz, wo wir deine Barmherzigkeit an ihrem Gipfel sehen können, wo du aus Liebe und Gnade zu uns gestorben bist, damit wir für immer leben können. Ich danke dir, dass wir das alles sehen können in dir, Jesus. Ich danke dir, dass du ein barmherziger Gott bist und ich bete, dass du, Geist Gottes, uns jetzt die Stellen in unserem Leben offenbarst, wo wir unbarmherzig und hart sind, dass du uns hier in dieser Gemeinde zu einer Gemeinschaft machst, die barmherzig ist, dass du uns zu einer Gruppe von Menschen machst, wo Menschen Barmherzigkeit und Annahme finden können, wo Menschen eine neue Chance finden können, wo wir nicht mehr hart zueinander sind, wo wir Härte ablegen und barmherzig zueinander sind. Mach uns zu so einer Gruppe, die dein Wort ernst nimmt und die einander von Herzen vergibt, wo Neid und Bitterkeit und Unvergebenheit keinen Platz mehr hat, sondern wo wir von ganzem Herzen barmherzig werden. Wo wir jeden Tag von deiner Barmherzigkeit zu uns so bewegt sind, dass wir gar nicht anders können, als zu vergeben, als Raum zu machen für andere, die Hilfe brauchen. Jesus, wir rufen zu dir als Gemeinde, dass du uns zu einer barmherzigen Gemeinde machst.